Was ist Klimaschutz wert? Geht es hier nur um eine CO2-Bepreisung? Definitiv nein. Schaut man sich die Entwicklung der letzten 3 bis 4 Jahre an, sieht man gigantische Entwicklungen. Nicht nur in der Technik, sondern auch in der Gesellschaft, in der Politik und gesellschaftlichen Aktionen. Und wer mit offenen Augen durch unsere Welt rennt, sieht eindeutig die Veränderungen, die hervorgerufen wurden. Aber warum sitze ich heute hier? Warum interessiert mich das? Weil ich im Bereich der Gebäude unterwegs bin. Warum ist das relevant? Weil der Sektor Gebäude einer der größten CO2-Emittenten in Deutschland ist. Zwischen 30 bis 40% der CO2-Produktion oder CO2-Verursachung entstehen durch Gebäude. Welche Einflussfaktoren werden zukünftig für Immobilieneigentümer relevant werden? Dazu gehört auf jeden Fall die CO2-Besteuerung. Dazu gehören Mindestenergiestandards, die jedes Jahr neu angepasst werden. Dazu gehört eine energetische Sanierung gemäß Klimastrategie. Und natürlich erwarten wir ein deutlich verändertes Nachfrageverhalten von Mietern. Mieter werden nicht mehr zukünftig darauf achten, was ist die günstigste und beste Wohnung oder beste Fläche, sondern sie werden darauf achten, welchen Nachhaltigkeitsgedanken hat dieses Gebäude und der Eigentümer. Und eins dürfen wir nicht übersehen. Unsere europäischen Nachbarn sind sehr weit, was ihre Klimaschutzziele angeht. Und hier gilt es auch, diese als Vorbild zu nehmen. Wir dürfen nicht daran denken, was würde uns es kosten, es zu tun, sondern was würde uns es kosten, wenn wir es nicht tun. Das Thema Klimapolitik begleitet mich nunmehr seit 30 Jahren. Aber wir sind erst am Anfang einer langen Reise und ich bin sehr stolz darauf und sehr froh darüber, das aktuelle Momentum nutzen zu können, um hier meinen Beitrag zu leisten.